could easy. Moin Moin Elanran, was geht ab? Blackout ist hier. Blackouts Bastelstube. wie ihr seht, ich sitze wieder vor meiner SMC und heute kommt was ganz Geiles dran. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut. Und zwar vielen Dank nochmal an TomTech Racing. Die haben mir das zur Verfügung gestellt. Und zwar kommen hier drauf schöne Felgenrandkleber und auch in. Also es wird richtig geil. Die sind da drin, jedoch das erste, was erstmal richtig wichtig ist, ist Putzen. Ne? Es soll ja ordentlich sauber sein und so, da soll kein Dreck drunter kleben und so. Und deswegen geht's erstmal los mit Putzen. Jetzt guck mal, wie geil die strahlen dann. Guck mal, wie schön das aussieht. Wow. So, und jetzt kommen die Felgendinger drauf. So sieht das alles aus. Hier sind ein paar TomTech Racing Sticker dabei. Hier ist Anleitung. Das ist auch Anleitung. Und hier sind dann die Dinger. Felgen, Felgenrand und Felge in. Ich habe jetzt das Modell mit SMC steht da drauf. Das C fehlt. Das C ist ja wohl hier. SMC. Und ja, ich lese mir das erstmal durch und so weiter und dann bringe ich das an. So, ich fange jetzt an mit den Felgenrandklebern. Das habe ich ja schon mal bei allen meinen Motorrädern habe ich da immer einfach so weiße gehabt. Hier ist das noch recht geil, da steht dann SMC und noch Racing drauf. Das ist eigentlich normalerweise recht leicht, da zieht man einfach die Dinge ab. Ich habe halt jetzt keine Hand frei. Ach, ich kann das eigentlich so machen. So ungefähr. Und dann kann man hier anfangen aufzukleben. Ich nehme immer lieber weniger. Das so drunter. Und ich möchte das recht eng hier an das KTM haben, weil ich das nicht überkleben möchte. So, und das Ding ist, die Dinger sind jetzt so geil, die kannst du führen. Das heißt, die lassen sich auch noch bewegen. Kannst du schön an die Position haben. Drücken, meine ich. Die an die Position drücken, wo du sie haben willst. Ich finde die Teile richtig geil hier mit SMC und Racing und so. Es ist richtig nice. Haben auch unterschiedliche Varianten und Farben. Bei mir ist halt dadurch, dass ich sowieso hier weiß angelegt bin, wollte ich das alles weiß machen. Wenn man das jetzt ordentlich andrückt, ist wichtig, dass die Kanten und so fest sind, damit das nicht abgeht, dann kann man das Ding hier abziehen und dann sollte das halten und guck mal, wie hammergeil das aussieht. Boah, also wenn das nicht unnormal nice ist, dann weiß ich auch nicht. Oder was sagt ihr dazu? Das mal, wie geil das übergeht. Tubeless bei KTM, dann die geilen Streifen, SMC Racing. Hammergeil, hammergeil. Das passt richtig gut mit dem zusammen. Nice, nice. Ich klebe hier jetzt nochmal weiter und zeige euch dann, wie die Felgenrandseiten dann am Ende aussehen. So, die letzte SD-Karte hat irgendwelche Aufnahmeprobleme. Ich weiß jetzt nicht, was drauf ist, was nicht. Ich bin jetzt mit der Felge fertig. Jetzt das SMC. Und ja, ich ziehe es jetzt mal ab und mal gucken, wie das geworden ist. Es war schon recht, nicht schwer, aber schon anspruchsvoll, diese Teile hier perfekt aufzukleben. Vor allem, weil das hier halt so eine richtige Absenkung ist, ne? So eine Biegung. Und ja, ich bin mal jetzt richtig gespannt, wie das so aussieht. Das sieht ja direkt richtig nice aus. Oh, das ist ja richtig geil. Ich fühle mich wie an Weihnachten, Geschenke auspacken. So, das ist er jetzt. Wie geil sieht das aus? Also ehrlich, SMC Racing. Diese Seite in Verbindung mit den weißen. Hier ist das Licht nicht so geil. Aber man kann schon sehen, wie heftig das aussieht, oder? Also Leute, wenn das nicht mal richtig geil ist,
Hier die Tomtec Racing Felgenrandkleber. Richtig gut. Jetzt kommt noch hinten, das wird auch nochmal eine Schmach. Und die müssen noch geputzt werden, das erspare ich euch und dann zeige ich euch, wenn der ganze Scheiß fertig ist. Boom, jetzt guckt euch das an, fertig ist das. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Sagt mir, wie geil das aussieht. Ich kann keiner sagen, das bockt mich komplett. SMC Racing. Die Katze sieht aus wie Adolf Hitler. Da denn los? So, in Verbindung mit den weißen Streben sieht das richtig geil aus. Das Weiß ist auch so ein richtig schön knalliges Weiß. Wie man sieht, das soll ja auch weiß sein. Das war schon vorher dran, hier, ne? Und das Weiß ist einfach nochmal viel heller. Richtig schön, richtig geil. Danke nochmal an Tomtec Racing, wurde mir zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Es ist echt nicht super schwer, das anzubauen. Es hat jetzt mit Putzen zweieinhalb Stunden gedauert. Aber es hat sich richtig gelohnt. Also das sieht doch mal echt richtig geil aus. Und ja, ich habe es in der Beschreibung verlinkt. Seine Seite bei eBay, auf Amazon, wenn ihr die Teile auch haben wollt. Nochmal vielen Dank und so werde ich jetzt in nächster Zeit rumfahren. Oh, ich feiere das unnormal. Wie geil sieht denn das aus? Hä? Das bockt doch komplett. Beiden Seiten natürlich. Richtig schick. Es wird langsam. Das Video mit den Sturzpads ist übrigens auch noch in der Mache. Hinten sind die schon dran, vorne nicht. Gibt ein kleines Problem, dazu aber in einem anderen Video. So, ja, damit soll es das hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die Teile feiert, wenn ihr die Videoreihe feiert, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und haut rein, ihr Landratten.